Okay, vorab noch ein kleiner Disclaimer. Natürlich gibt es mehrere verschiedene Software-Versionsverwaltungstools und alle haben so ihre Vorteile. Ja, es gibt rechts oben oder gab es zumindest mal das Thema SourceSafe. SourceSafe funktionierte grundsätzlich etwas anders, da war es eher so üblich damals, das war echt lang, vor langer Zeit, so 80er, 90er Jahre, damals war es üblich, einen exklusiven Checkout zu machen. Was das ist, zu dem kommen wir noch. Oder was ein Checkout ist zumindest. Exklusiver Checkout gehört eigentlich der Vergangenheit an, weil es viele, viele Probleme hatte. Subversion ist eine Variante oder eine Art und Weise der Softwareverwaltung. SVN ist sozusagen ein Synonym oder kann als solches betrachtet werden. Ist auch etwas, was es seit längerem gibt und die größte Konkurrenz von SourceSafe war. Inzwischen ist es aber eher so, dass immer mehr Richtung dem Git-Protokoll ist und alle Varianten Richtung Git gehen. Also GitHub, GitLab oder auch Azure DevOps unterstützt ein entsprechendes Git-Repository und der Prozess, den wir uns ansehen werden, wird sehr Git-lastig sein oder grob Git beschreiben. Denn das ist das, wie man heute am ehesten arbeitet. Subversion funktioniert ein bisschen anders, aber auch nicht so anders. Unter Azure DevOps noch der Vollständigkeit halber. Microsoft hatte früher etwas Eigenes, einen eigenen anderen Prozess und DevOps unterstützt auch beide. Ja, das kommt von den Visual Studio Team Services, arbeiten im Team sozusagen. Und da hatte Microsoft etwas entwickelt, das überhaupt nicht schlecht war. Also das will ich gar nicht sagen. Auch Subversion hat durchaus seine Vorteile. Aber DevOps unterstützt im Endeffekt beides und im Moment bewegt sich alles mehr Richtung dem Git-Protokoll. Wenn es euch interessiert, etwas Historie, das Git-Protokoll wurde damals vom Linux-Kernel-Team entwickelt, aus der Not heraus, dass sie sagten, okay, es gibt nichts Ordentliches. Und GitHub, was das wahrscheinlich weltgrößte Versionsverwaltungs Tool war und vielleicht auch noch ist, wurde vor nicht allzu langer Zeit, also 2019 glaube ich, von Microsoft gekauft. Gut, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns an, wie der Entwicklungsprozess in der Versionsverwaltung mit dem Git-Protokoll funktioniert. Also, wie funktioniert das jetzt mit dieser Versionsverwaltung? Wir haben unsere zwei Entwickler diesmal als Geräte sozusagen dargestellt und wir brauchen einen Versionsverwaltungsserver. Also einen Server, wo unsere Versionsverwaltung zentral läuft. Der beinhaltet meist auch eine Datenbank. So, wie funktioniert das jetzt? Das erste, was wir brauchen, ist, wir müssen das sogenannte Repository auschecken. Also, Checkout des Repositories, das heißt nichts anderes als der Versionsverwaltungsserver, der verwaltet das Repository, das ist sozusagen der gesamte Source Code mit der gesamten Historie. Also wer hat wann wo was geändert, was war vorher, was zu welchem Zeitpunkt und so weiter. Das hat dieser Verwaltungsserver und dieses Repository wird ausgecheckt. Ausgecheckt heißt, es gibt eine lokale Kopie auf dem Entwicklerrechner. Und wir entwickeln auch lokal auf diesen Rechner. Also jeder Entwickler hat eine lokale Kopie des Repositories. Soweit, so gut. Jetzt wird hier entwickelt und Source Code wird verändert. Sachen werden dazugefügt, weggegeben, Dateien gelöscht, Dateien hinzugefügt und so weiter und so weiter. Dann erfolgt ein sogenannter Commit. Ein Commit heißt, ja, ich will diesen Zustand, also alle Änderungen, die ich seit dem letzten Mal gemacht habe, sozusagen sichern. Dieser Commit wird ins lokale Repository gegeben. Das heißt, dieser Zustand, dieser neue Zustand mit allen Änderungen wird sich gemerkt mit einer neuen Versionsnummer, kann man sich so vorstellen, im lokalen Repository. Die Versionsnummern, so wie wir sie kennen, Version 1.1, 1.1.1 und so weiter, werden hier nicht automatisch aktualisiert. Dieser Commit, diese lokale Version bekommt eine fortlaufende Nummer oder eine kryptische Nummer oder wie auch immer, aber das ist keine so semantische Versionsnummer, wie wir sie sonst kennen. Also, nochmal. Zuerst erfolgt der Checkout. Alle, das heißt eine lokale Kopie am Rechner.
Alle Entwickler entwickeln lokal am Rechner. Dort werden die Änderungen gemacht und wenn committed wird, dann wird dieser Zustand gesichert und zwar im lokalen Repository. So, wie bekommt jetzt der zweite Entwickler diese Änderung, die der erste gemacht hat? Na gut, wenn ich es lokal am Repository committed habe und ich bin wieder online, das heißt, ich habe eine Verbindung zum Versionsverwaltungsserver, dann kann ich ein sogenanntes Push machen. Das heißt, alle meine Änderungen aus dem Repository, alle Zwischenstände, die ich gemacht habe, es können auch mehrere sein, werden auf dem Versionsverwaltungsserver geschrieben, gespeichert. Das heißt, dort sind dann auch die Änderungen dieses Entwicklers vorhanden. Und jetzt können sich, aber erst wenn das geschehen ist, wenn dieser Push geschehen ist, dann können die anderen Entwickler ein Fetch machen. Ein Fetch heißt nichts anderes wie, hey, bitte gib mir die Liste aller Änderungen, die grundsätzlich da wären. Aber ich würde nur gern wissen, welche Änderungen sind da. Ich habe sie deswegen noch nicht lokal. Damit ich sie lokal bekomme, muss ich dann ein Pull machen. Ich kann das Fetch auch weglassen und gleich ein Pull machen. Das macht er dann automatisch vorher. Dadurch werden die Änderungen vom Versionsverwaltungsserver zum lokalen Repository übernommen und dort auch mit sind dann auch dort vorhanden. Dass es zwischen Änderungen, dass ich oder dass der eine Entwickler bereits Änderungen gemacht hat im lokalen Repository und da kommen jetzt neue vom Versionsverwaltungsserver dazu. Das macht aber eigentlich nichts, denn diese werden dann, sofern es irgendwie möglich ist, zusammengeführt. Das heißt gemerged. Wenn dieser Merge automatisch erfolgen kann, dann wird das auch automatisch gemacht. Wenn es einen Konflikt gibt, dann muss dieser Konflikt manuell gelöst werden. Gut, aber zu den Checkout-Strategien und so, zu einem späteren Zeitpunkt. Das ist mal der grobe Prozess, wie das abläuft, wenn man im Team oder mit einer Versionsverwaltung entwickelt. Der zentrale Verwaltungsserver ist vorhanden, ja, da ist das Repository global für alle verfügbar, aber jeder hat eine lokale Kopie sozusagen des Repositories und jeder arbeitet auch lokal. Um seine Änderungen auch den anderen bereitzustellen, muss ein Commit, ein Push gemacht werden auf den globalen Versionsverwaltungsserver, dann werden die Änderungen vom lokalen Repository auf den globalen hinaufgeschoben sozusagen. Und nicht zuletzt, immer wenn ich ein Commit mache, dann wird dieser Zustand, ja, also alle Änderungen seit dem letzten Mal, entsprechend gesichert. Gut, soweit zum Prozess. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.